Moin, moin und heidi ho, ihr Lieben, hier ist eure Mathilde, diesmal alleine. Und das hat einen etwas peinlichen Grund für den Heinrich und mich. Und zwar folgendes: Wir haben schön eine tolle Aufnahme zusammen gemacht, in der wir ganz toll den Anweisungen von Shani gefolgt sind auf der Goldschatzsuche. Nach der Aufnahme sagte Heinrich zu mir: Du, ich muss dir was gestehen. Ich habe schon wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich habe natürlich einen blöden Spruch gedrückt. Gut, dass wir ja beide immer eine Aufnahme machen. Bla bla bla. Will die Aufnahme beschriften. Und da fällt mir auf. Ups! Ich habe auch nicht aufgenommen. Das heißt, wir haben gestern die ganze Schatzsuche, die wir schön begleitet mit Laberei und so haben, haben wir nicht aufgenommen. Und wir wollen natürlich trotzdem versuchen, möglichst pünktlich unser nächstes Video wieder rauszubringen. Und da ist nämlich der nächste Punkt. Wir schaffen tatsächlich heute keinen Zeitpunkt mehr rechtzeitig, um das für euch aufzunehmen, dass es auch wirklich am Mittwoch rauskommt. Da kommt gerade Heinrich angelaufen. Sorry. Hast genau. Du schon erzählt mit der Aufnahme? Ja, ich war gerade damit fertig. Das war deine Schuld. Du hast auch nicht auf Aufnahme gedrückt. Ja, du hast mich abgelenkt. Womit denn? Keine Ahnung. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Genau. Also aufgrund des Kindes sind wir halt gerade nicht beide verfügbar. Wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig, zusammen die Aufnahme zu machen, weil heute Abend auch unterwegs und so. Und deswegen wiederhole ich einfach die Schatzsuche nochmal für mich alleine. Könnt ihr nochmal schön zugucken. Und ja, wir fangen an in den Docks von Xelhar. Hier kann man nämlich auch rumtauchen. Hier sind nämlich auch, ich glaube, drei Kisten waren das hier, die versteckt sind. Und eine Sache, die ich gestern bei der Aufnahme festgestellt habe, ich habe ja diese richtig coole, lang brennende Fackel. Das Problem ist, die funktioniert nicht unter Wasser. Ach ja, und noch etwas. Hier gibt es Austern. Also wer Austern suchen möchte, mal essen möchte, in den Docks von Xelhar gibt es Austern. So, jetzt ist aber trotzdem das Blöde, auch wenn diese Fackel hier unter Wasser funktioniert, gibt es definitiv was Geileres, auf Schatzsuche zu gehen, als in der Nacht. Ich versuche trotzdem mein Bestes. Da sind noch Austern. Lalala. Jetzt finde ich natürlich die Austern, aber nicht die dummen Schatztruhen. Ah, da ist eine. Übrigens, in unserer Tour, die wir nicht aufgenommen haben, habe zumindest ich weiß nicht mehr genau, wie viel Heinrich gefunden hatte, aber ich habe... Oh, die hatte ich gerade. Aber ich habe tatsächlich irgendwie um die 80 Goldmünzen gefunden. Also es war wirklich eine gute Ausbeute. Ich glaube, es waren sogar fast 90. Also es war wirklich, wirklich viel. Und ich hatte halt tatsächlich immer nur bei den Wracks geguckt, die eben in der Karte eingezeichnet sind. Und das... Also es war auch zwar immer in Ordnung, was man bekommen hat. Da bin ich immer so mit, ich glaube, 30 oder so rausgekommen. Aber es war halt bei weitem nicht so viel, wie man hätte kriegen können, wenn man direkt hier getaucht wäre. Muss man sozusagen. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade nicht mehr so gründlich gucke wie gestern. Gestern haben wir es auch tatsächlich mit Kartenansage gemacht. Wir waren natürlich auch zu zweit. Das muss man auch immer dazu sagen. Zu zweit sieht man einfach mehr. Ich hoffe, ich finde trotzdem noch alle. Sagt hier in den Docks von Xelhal waren es drei. Ich habe jetzt zwei hier gefunden. Ja, und natürlich das Austernfleisch. Kann man was Leckeres zu essen machen. Von daher ist das auch nicht schlecht, mal hier wieder in den Hafen zurückzukehren, weil ich habe tatsächlich sonst noch nirgendwo anders Austernfleisch gefunden.
Hier auch nett bei diesen Schloten gibt es auch noch Schwefelbrocken. Aber jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Schubidibidu. Ich weiß, bei dem Wrack war ich schon. Guck trotzdem noch mal kurz, dass ich es auch nicht vergesse. Ja, was halt auch noch gestern dazu kam, der Heinrich hat ja immer noch keine neue Tauchermaske. Die werde ich auch versuchen, ihn nachher nochmal zu erbeuten. Weil gerade hier auf Schatzsuche, ich glaube, da war das Wrack, wo noch was drin war, aber ich tauche hier nochmal an der Kaimauer lang. Gerade wenn man so ein bisschen tiefer tauchen muss, ist so eine Tauchermaske definitiv was Sinnvolles. Ja, also wenn ihr auf Schatzsuche geht oder auf Schatztauche, dann nehmt ruhig eine Tauchermaske mit. Man kann einfach längere Zeit unter Wasser verbringen und das vereinfacht die Suche massivst. Ja, genau, was war noch? Wir hatten das nochmal ausprobiert mit dem Schattengewürzfutter. Ah, da ist die Truhe. Hat auch funktioniert, also auch ihr hattet natürlich wieder recht, wie sollte es auch anders gewesen sein, wir kennen es ja nicht anders. Einfach, wenn man diesen Zwinger, diesen Bestienzähmer kann, dann kann man diese ganzen schattengewürzten Futter machen. Heinrich hat jetzt, ich glaube, 2 oder 3 insgesamt gemacht. Wir haben auch eine weitere Kieselnase mittlerweile in unserem Komposthaufen herangezogen und da werden wir dann jetzt demnächst diesen Goldstaub nochmal in bei denen zum Futter geben, dass wir die Chance auf eine Goldsteinnase, Goldadersteinnase, Goldnase, whatever, dass wir das dann da entsprechend nochmal erhöhen, die Chance. Sind zwar nur 6%, aber der Unterschied ist ja schon entweder einer von 4 oder einer von 5, wenn man bedenkt, dass so ein Ei auch seine 10 Goldmünzen kostet, ist das schon, ich finde, nicht unerheblich. Na, also das, ich meine, wenn man erstmal, glaube ich, weiß ja nicht, wie viel Gold diese Steinnasen auskacken und da wird man bestimmt denen auch Nahrung irgendwie noch in den Druck machen müssen. Die essen ja, soweit ich weiß, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber soweit ich weiß, muss man denen dann ja hier Kristalle als Nahrung reinhauen. Ich meine, das ist ja nicht schlimm, damit können wir uns ja tot werfen. Aber ich meine, wenn man dann so 2, 3 Goldnäschen hat, die dann da regelmäßig Gold rauspupsen, ist das ja nicht das Schlechteste. Muss man nicht immer hier so auf Goldschatz Suche gehen. Es war auch nett. Ja, ich überlege gerade, was wir gestern alles gelabert hatten, dass ich euch jetzt hier erzählen kann. Dass es heute nicht zu langweilig für euch wird. Oh, Goldbarren. Ja, genau, was ich auf jeden Fall gestern noch gesagt hatte. Ihr hattet ja, ich glaube, auch schon mehrfach in unsere Kommentare reingeschrieben, ja, ihr könnt ja doch auch mal googeln, wie man was machen kann und so. Und ja, das kann man. Ich persönlich, ich schaue dann ab und zu mal so in Videos auch mal rein, aber auch nicht so häufig. Und ich muss sagen, ich finde es einfach total cool, dass... Katze, geh bitte nicht auf die falsche Tastatur. Ich finde es einfach total toll, dass ihr uns zuguckt, obwohl ihr viel mehr über das Spiel wisst als... Oh Gott, ich muss nach... Scheiße! Oh, jetzt habe ich mich verlabert. Nein! Oh. Das ist peinlich. Fuck. Wieso habt ihr denn nichts gesagt? Na toll, ich wurde getötet von mir. Oh, jetzt muss ich da nur mal hinlaufen. Oh Mann, oh, und wieso... Ah! Dafür esse ich... Und jetzt ist hier alles nicht gespawnt. So, dafür möchte ich jetzt ein Austernomelett essen. Nashornkopfsuppe? Okay. Wo sind meine Austern? Ich habe doch gestern Austern gemacht.
gewürzte Austern. So. Ah, wenn wir schon mal hier sind. Gucken wir mal hier, was unser Dingenskirchen macht. Wir haben da eine Steinnase. Ist das schon eine Steinnase? Hallo, öffnen. Oh! Wir haben tatsächlich eine Goldader-Steinnase bekommen, Heinrich. Super. Geilo. Das ist doch fein. Das ist doch fein. Dann packe ich dir noch mal ein paar Kristalle da rein. Ich habe ja gerade... Wieso drücke ich hier eigentlich die Teamspeak-Taste? Ja, weil ich mit mir selber rede. Eine Gold. Ich würde die ja jetzt echt gerne rausholen und mir anschauen, aber dann kann ich die dann nicht mehr wieder ablegen. So. Ja, ich bin nackig. Ich bin gerade ertrunken. Weil ich habe zu viel gelabert und ja. So tief ist es auch nicht. Also ich weiß nicht, wie viel ihr von Tim verstanden habt, was Heinrich gerade... Oh, das ist doch hier. Leck mich doch am Arsch hoch. Lecco mio. Was wollte ich sagen? Achso, Heinrich meinte, dass ich... auf jeden Fall das hofft, dass ich an meine Sachen komme, weil ich die Einzige bin, die halt eine Maske hat. Zum Tauchen. Und jetzt muss ich natürlich einmal durch die ganze Stadt rennen. Knockt. Egal, wir kriegen das schon hin. Ich hätte mir ja auch einfach ein Pferd mitnehmen können, ne? Aber nein. Mathilde steht auf Hardcore. Was hatte ich denn gerade eigentlich erzählt, als ich den Faden verloren habe? Ach ja, genau. Warum ich nicht so gerne bei YouTube und in der Wiki oder sowas nachschaue, wie das funktioniert. Ich finde es einfach total toll, dass ihr eure Erfahrungen und so mit uns teilt und uns das mitteilt. Ich finde, das ist einfach eine viel, viel coolere Form des Info-Austauschens, als wenn wir das selber einfach irgendwo nachlesen. Ich finde das einfach sehr schön. So. Und ja, du bist Viech. Und deswegen versuchen wir tatsächlich so wenig wie möglich selber nachzuforschen. Wenn ihr es nervig findet, uns die ganzen Tipps zu geben, dann sagt uns das, ne? Dann werden wir mehr selber forschen. Aber wir finden das einfach, vor allem ich finde das eigentlich sehr schön. So, ich glaube, wir sind jetzt auch schon langsam an der Stelle, wo Leto auf uns warten müsste. Ja, dumme Schuhschnäbel. Ja, ich bin fast bei Leto. Oh! Was wäre es jetzt noch, wenn mich jetzt so ein dummer Schuhschnabel tötet? Das muss ja nicht, oder? Bin ich auch. Leto, du musst doch hier irgendwo rumstehen. Letöchen. Hallo. Also, da wir ja auf der Karte angezeigt wird, müsste der doch eigentlich... Ah, wollte ich doch gerade sagen. Müsste ich doch eigentlich langsam sehen. Hallo. Genau, und ich war da hinten bei dem Wrack. So, dann schwimmen wir da doch nochmal hin. Ja, ja, ja. So ist das, so ist das. Was ich übrigens auch sehr charmant fand von den... Oh, Entschuldigung, ich bin gerade gegen mein Mikro gekommen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer den Kommentar geschrieben hatte. Das war zu dieser ganzen Gedenktafelsache, dass wir doch einen Gedenkstein aufstellen sollten für jedes Mal, wenn Heinrich stirbt. Da wäre dann eher eine Gedenktafel, glaube ich, sinnvoller, wo wir so eine Strichliste führen. So, Heinrich gestorben bis zum jetzigen Zeitpunkt.
5-mal, 6-mal. Aber da weiß ich leider nicht, wie häufig er... Ich glaube, da sehe ich meinen Links. Aber leider weiß ich tatsächlich nicht aus dem Kopf, wie häufig Heinrich oder auch ich schon gestorben bin. Wem langweilig ist, kann ja nochmal die ganzen Videos durchgucken und nachschauen, wie häufig wir gestorben sind. Oh, der sieht aber auch nett aus. Ich schaue mir das gleich nochmal in Ruhe an, wie ich da unten hänge. Ah, das mache ich dann doch lieber mit Atemmaske. So, dann ziehe ich mich erstmal wieder an. Was ist denn das hier so nackelig rumrennen? Nee, nee, nee. Was ist das denn für ein Benehmen, junge Dame? So, dann sind wir wieder ausgerüstet. Können uns nochmal anschauen, wie schön meine Leiche da auf 7:30 hängt. Weil ich fand, das sah wirklich ganz cool aus. Und jetzt, liebe Mathilde, nicht wieder verlabern. Nice. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder ersticke. Weil das wäre ganz blöd. So, das ist die Truhe, die wir hatten. Gut. Dann lassen wir es jetzt bei der Truhe hier mal sein. Tauchen erstmal auf. So, da ist ja auch die Wand. Das war da aus Vergehen gegenstupsen. So, das nächste, das wäre dieses verzeichnete Wrack. Und dann gehen wir zum Hafen. Dann geht's dahin. Dann was hier so rüber. Hier war noch was. Hier war noch was. Dann können wir gucken, ob wir da Heinrich eine Maske kriegen. Und da noch was in der Bucht der Rümpfe. Also ihr seht, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Könnt euch zurücklehnen. Esst ein paar Chips oder Gummibärchen oder einen Apfel oder eine Banane. Ich mag Banane. Ja, Bananen sind lecker. Oh, wir müssen ja weiter schwimmen. Wir müssen ja weiter schwimmen. Deto habe ich ja mitgenommen, ne? Deto? Ach, da hinten dümpelt er. Gut. Ja, wie gesagt, also die Info von euch, dass da bei den Schiffswracks halt einiges an Gold zu holen war, die hatten wir ja schon länger. Ich habe das dann ab und zu mal offscreen gemacht, dass ich hier so ein bisschen rumgetaucht bin. Übrigens, das finde ich auch ganz nett, je nachdem, in welchem Winkel man die Maus hält, hat man halt so eine schöne, klare Sicht nach unten. Das finde ich ganz praktisch. Weil so sieht man nicht so viel, so sieht man auch nicht so viel. Und hier, so da auf der Zwischenebene, da sieht man es relativ klar. So. Und abtauchen. Aber wenigstens ist es jetzt hell. Sieht man noch ein bisschen mehr. Hier war aber noch mehr als eine Truhe. Da irre ich mich da. Immer die Atemluft im Blick haben. Sagt mir Bescheid, wenn die Atemluft zu wenig wird. Weil wenn man hier so im Tauchmodus ist, kann man so leicht die Zeit vergessen. Ich meine, sie gurgelt ja auch nicht, dass man das eventuell hören könnte. Aber hier ist doch irgendwie nur ein. Ich hatte hier irgendwie mehr im Kopf.
Ja, ich tauch doch schon auf. Hör auf zu gurgeln. Ich meine, klar, man kann auch sich Atemtränke mitnehmen, aber ich muss sagen, also klar, solange man die hat, aber die nehmen erstmal unglaublich, also ich finde die unglaublich schwer, diese Atemtränke. Und dann halten die jetzt auch nicht so Ewigkeiten vor. Also hier diese ganze Tour könnte ich nicht mit einem Atemtrank machen. Und ich muss sagen, dafür sind die mir einfach zu schwer. Das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich die da mit mir rumschleppe. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, ich übersehe keine Truhen, die beschrieben waren. Ich wiederhole jetzt eigentlich mehr oder weniger nur die Tour, die wir gestern gemacht haben, schaue mich aber dabei jetzt auch nicht mehr ganz so penibel um, wie wir es gestern gemacht haben. Weil, also so alleine ist zwar auch nett, aber, ach ja, genau, hier sind die drei Truhen. Und wie war gestern bei Gold? Früher war mehr Lametta. Genau, das war es auch, glaube ich, im Hafen. Dann nach Norden wieder raus. Genau, hier ist das nächste Wrack. Ich habe jetzt auch gar nicht mitgezählt, wie viele das waren. Also, wie viele Truhen. Gestern hatte ich natürlich auch einmal so einen richtig geilen Jackpot. Da habe ich in einer Truhe 14 Goldmünzen gefunden. Wie geil ist das denn bitte? Kann man nicht meckern. Jetzt habe ich natürlich vergessen, die eine Goldnase, Kieselnase, die warten, noch in den Ferch zu sperren. Naja. Ich hoffe einfach mal, dass wir dann ein bisschen Goldscheiße kriegen. Weil, wenn man erstmal genügend Goldscheiße hat und genügend Goldscheißer, dann, oh, hier kann ich laufen. Faszinierend. Dann spart man sich natürlich auch nochmal eine ganze Menge Lauferei, wenn man sein Gold selbst herstellen kann. Ach ja, und das ist auch noch etwas, das ist mir gestern aufgefallen. Also könnt ihr mal in der nächsten Aufnahme darauf achten, dass die... klar, die Outfits unterscheiden sich so ein bisschen, wenn Männlein oder Weiblein das trägt. Das ist ja auch soweit erstmal okay. Aber mir ist aufgefallen, dass das, was so am wenigsten wahrscheinlich sich unterscheidet, nämlich die Schuhe. Meine Schuhe, also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Heinrich auch wirklich diese aquilonischen Schuhe trägt. Das wäre natürlich Voraussetzung dafür. Müsste man mal gucken. Aber meine Schuhe sind nach oben hin, ja, sie sehen halt einfach stinknormal wie Sandalen aus. Ganz einfache Sandalen. Wieso folgt mir Leto nicht? Will der mich veräppeln? Ich laufe jetzt garantiert nicht darunter und hol den. Das mache ich dann offscreen. Habe ich dem nicht gesagt, dass er mir folgen soll? Muss ich nochmal nachprüfen, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Da könntest du mir natürlich auch gerne nochmal sagen, ob ich vergessen habe, Leto mitzunehmen, aber... Päh! Was für ein doofer Kerl. Hätte ja auch einfach mal mitkommen können. So. Weil jetzt hat er diesen ganzen Weg zurück. Also weit ist das ja eigentlich noch gar nicht, ne? Wisst ihr was? Wir machen das mal folgendermaßen. Ich spule jetzt mal gleich vor. Und dann sehen wir uns gleich hier an diesem Strand mit Leto zusammen wieder. Bis gleich. Genießt den Schnellvorlauf. Ja.
Will der mich verarschen? Jetzt taucht er hier auf einmal auf? Will der mich verarschen? Ja, gut, dann habe ich jetzt hier das Schnellvorspülen doch mal beendet. Ihr habt vielleicht auch gerade gesehen, dass ich mir nochmal hier diesen Kahn angeschaut habe, der zur versunkenen Stadt führt. Da ist mir eingefallen, ups, da wollten Heinrich und ich ja auch nochmal hin. Da sind wir ja irgendwann so ein bisschen schon fast rausgeflüchtet, weil da irgendwie so ein Wassermensch da war, der uns da einmal ziemlich zusammengekloppt hat. Wenn ich mich noch recht entsinne. So, Leto folgt mir noch. Aber ja, die Wasserstadt kommt auf jeden Fall noch, aber dafür braucht Heinrich auf jeden Fall seine Tauchermaske. Irgendwie dreht sich das hier so im Kreis, was wir alles brauchen und haben. Aber wieso ist der verkackte Leto mir vorher nicht gefolgt? Ich meine, anscheinend habe ich ihn ja doch angeklickt. Weil sonst wäre er da ja jetzt nicht einfach aufgeplöppt. Oder sehe ich das falsch? Und ich hatte mich auch vorhin sogar umgeguckt, um zu schauen, ob er mir folgt. Was soll das denn? Menno. Ach ja, ich war ja eigentlich bei den Schuhen stehen geblieben. Hier seht ihr das natürlich gerade ganz gut, wenn ich so schwimme. Meine sehen so aus wie so normale Sandalen, haben eine ganz normale Sandalenspitze. Heinrich? Bei dem ist das so, bei den Schuhen, da ist vorne so ein kleiner Kringel nach oben gebogen. Keine Ahnung, woher das bei ihm kommt. So wie bei hier der Jasmin bei Aladdin. Die hat ja auch so nach oben gebogene Schüchen. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch nicht aquilonische Sandalen, sondern irgendwas anderes. Aber das ist mir irgendwie schon ein paar Mal aufgefallen, dass seine Schüchen so nach oben gebogen sind. Achtet mal beim nächsten Mal drauf. So. Genau. Dann hier war nämlich auch noch irgendwo ein kleines Wrack. So ein bisschen nach Nordosten sollte man da tauchen. Dum, 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 dum. Wrack, Wrack, Wrack. Mach hier wieder meinen schönen Guckertrick. Da ist das Wrack. Da ist es. Vielleicht hätte ich einfach mal diese Position der Wracks und so einzeichnen sollen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, ich mache das ja jetzt, diese Tour innerhalb, das zweite Mal innerhalb von 2 Tagen, ich glaube, da weiß man das auch einfach. Und es wird auch schon wieder dunkel. Herrlich, ich liebe es, Schatzsuche im Dunkeln. So, und von diesem Wrack einmal nach Westen, da ist ein Fels, der ist da. Und da haben wir eine weitere Truhe. So, und das Doofe ist, ich bin jetzt wieder bei den Felsen, hier in der Piratenbucht, wenn es dunkel ist. Und Leto hinkt schon wieder hinterher. Junge, beweg deinen Arsch! Wieso bleibst du immer stehen? Das darf doch nicht wahr sein. Schwimmt er vielleicht einfach nicht mit? Kann er nicht schwimmen? Geh mal an Land. Vielleicht taucht er dann ja auf. Tatsache, da ist er wieder. Das scheint doch was damit zu tun zu haben, ob ich an Land bin oder nicht. So, also jetzt wieder geil. Schatzsuche im Dunkeln. Ich liebe es. Und das waren, meine ich, auf jeden Fall die Felsen da direkt dran. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, deswegen tauche ich die hier auch nochmal ein bisschen ab. Gut, dass ich das gemacht habe, weil hier ist direkt eine Schatztruhe.
einfach so um jeden Felsen einmal rumtauchen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man auch, glaube ich, besser, wo die Orte sind, wo dann wirklich die Schatztruhen zu finden sind. Aber so weit bin ich noch nicht. Entschuldigung. Es ist düster wie im Pferdearsch. Naja, keine Ausdauer mehr. Bla bla. So, aber unter Wasser, dank der Fackel, sehen wir ein bisschen was. Fast übersehen. Achso, hier sind ja 11 Truhen insgesamt. Ich habe jetzt erstmal 2. Vielleicht ganz sinnvoll, ein bisschen ja, mitzuzählen. Wie viele sind so? 2. Das war, glaube ich, die erste. Oh nein, 3. Das Doofe ist, man kann sich hier oben kaum orientieren. So, 3 war ich jetzt. Sprachen kriege ich es, glaube ich, nicht hin. Mathilde schon. 5 Truhen hat Mathilde schon. So, ich glaube, dann haben wir hier auch den Durchgang. Hier waren wir nämlich schon. Das heißt... Oh, ich habe auch den Eindruck, es wird langsam wieder hell. Das erleichtert uns die Schatzsuche natürlich. So, schauen wir uns mal den Felsen da an. War ich bei dem schon? Nee, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich finde, wenn man hier so taucht um diese Dinger rum... Oh, ich habe doch nochmal Licht. 5... Oh! Hatte ich anscheinend schon. 5 weiterhin. Verliere ich ja einfach super schnell immer die Orientierung, wo ich schon war, wo ich nicht war. Deswegen kann es echt sein, dass ich hier auch eine Schatztruhe übersehe, weil ich finde, man verliert ja so leicht den Überblick, wo man schon war. Gerade unter Wasser. Da-d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 a
da, 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 da. Sechs. Ey, wieso kann ich nicht weiter tauchen? Ach so. Sechs, sechs, sechs. Sieben. Ey! Achso. Acht. Es fehlen nur noch drei Truhen, Leute. Nur noch drei Truhen. Nur noch drei Truhen. Schade, das wäre ein perfekter Thronplatz. Ach, drei Truhe. Ja, ja, ja. Wollen ja nicht wieder ertrinken, ne? Ja, was vielleicht noch interessantes. Mittlerweile ist unser Töchterlein nicht mehr stationär. Also sie bleibt nicht mehr da, wo man sie mal abgelegt hat. Das ist vorbei. Ah, hier sind noch zwei Truhen. Oh, die hatte ich anscheinend schon. Das heißt, um den Felsen bin ich schon einmal rumgetaucht. Wo bin ich überhaupt? Na gut. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Typen da oben. Ja, sie robbt fröhlich durch die Gegend. Das ist sehr schön. Bin mal gespannt, wann das Krabbeln losgeht. So wie du durch die Gegend robbt, kann das nicht mehr allzu lange dauern. Solltet ihr zwischendurch mal was hören, es kann natürlich sein, dass Heinrich die Kleine mal wickelt und dann kommt er natürlich mit der Kleinen hier rüber. Aber ich glaube, so ein bisschen Babygebrabbel stört niemanden. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir für Heinrich eine Mütze finden. Das ist peinlich. Zum Schuhschnabel gehen, nicht einmal treffen und gleich zerhackt werden. Mathilde, Mathilde, was machst du denn? So. Hey. Ich habe ja meine geilen Eispfeile. Von Ymir. Aua. Oh, er scheint aber da zu sein. Ja. Hoffentlich hat er auch die Maske dabei. So, machen wir die da nochmal platt. Gewürze können wir von denen auf jeden Fall mitnehmen. Dafür sind die auch immer gut. Okay, fall eben runter. Ach, da ist ja immer noch einer. So.
So, wo liegt jetzt der Deimos rum? Hallo? Oh, Rohrasche. Wo liegt jetzt der Timer? Ich fühle mich jetzt echt verarscht, wenn ich den jetzt nicht mehr finde. Alter, Leute. Ich fühle mich gerade echt verarscht. Der war hier doch gerade. Wir haben den doch auseinandergenommen. Hier liegt sogar noch ein Kopf. Alter, da war ich ja doch. Wollt ihr mich verarschen? Ich werde hier gleich zum Berserker. Alter, ich hätte den gleich looten sollen. Der ist echt verschwunden. Ist er durch den Boden gesackt? Vor allem, das waren doch viel mehr Leute, die wir hier abgeschlachtet haben. Was soll das denn? Ich wollte doch Heinrich Tauchermaske mitbringen. Ihr Schwanzlurche. Bäh. Liegt von dem hier noch irgendwo der Kopf rum, dass ich den nicht sehe? Hm. Den haben wir hier doch getötet. Ist nur noch eine dämliche Leiche über. Ja toll, ihr liegt auch hier. Narf. Na gut. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Bucht der Rümpfe und damit das nicht ganz so lange dauert, ist der vielleicht hier runtergerutscht? Gucken wir nochmal den Rand uns an, weil einer ist auf jeden Fall ja runtergerutscht. Nee, schade, das ist er nicht. Ey! Kann ich den jetzt doch nicht mal looten? Wollte gar nicht alles. Ja, Reißzahn brauchen wir nicht. Können wir doch zusammenlegen. Ja, Fikos, weg damit. Okay, Eisen und Stahl ist mal in Ordnung. So, okay, ich wollte jetzt sagen, wir machen mal ein bisschen fast forward, bis ich da in der Bucht der Rümpfe bin. Ganz kurz für euch. Wir sind hier. Und ich glaube, ich werde jetzt hier oben rumgehen und dann hier so unten hier in die Bucht der Rümpfe. Hier sind nämlich noch die Dinger. Also, wir sehen uns gleich. Genau. So, und dann sind wir hier auch soweit angekommen bei der Bucht der Rümpfe. Und ja, das Ding ist, Heinrich hatte die Truhen das letzte Mal gefunden. Das war aber, meine ich, hier so am Strand. Die waren nämlich nicht unter Wasser, sondern die lagen tatsächlich am Strand. Deswegen laufe ich jetzt gerade nochmal ganz blöd den Strand an. Ja, ich habe gesehen, ich habe mich zwischendurch ein bisschen blöd angestellt. Ich hatte einfach gerade keinen Bock zu kämpfen, deswegen bin ich jetzt einfach um diese ganzen Viecher herumgerannt. Aber ich fürchte, das eine oder andere muss ich töten. So. Und dann rotzen die auch rum. Habt ihr keine Tischmanieren? Unmöglich, die Viecher. So, und hier waren nochmal drei Truhen am Strand.
Ah, da ist schon mal eine. Oh, das ist schön. Ich glaube, ich bin an zwei gerade voll blöd vorbeigerannt, aber diese Viecher nerven mich. Und so ein dummer Affe ist hier auch noch. Leute, ich will doch nur Gold. So, ich schaue mich hier noch mal ein bisschen weiter auf dem Strand um, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier eine oder zwei Kisten übersehen habe. Ah! Oh, ja, da ist doch eine. Wie kann man die übersehen? Ich habe keine Ahnung. Schau ich mal, vielleicht habe ich hier sogar noch eine übersehen. Es kommt davon, wenn man so schnell und hektisch ist. Ja? Also, Leute, wenn ihr was sucht, nehmt euch Zeit und macht das nicht so hektisch und hastig wie Heinrich und ich. Genau, die hatte ich mir gerade angeschaut. Habe ich ein Viech getötet? Ich schaue ja noch mal kurz beim Wasser. Vielleicht hat man ja was untersehen, was dicht unter der Wasserlinie ist. Und habe ich tatsächlich, ich habe sie nämlich gerade erblickt. Die ist nämlich hier irgendwie gewesen. Da. Okay. Ausbeute. 9 Goldbarren und 74 Goldmünzen. Dazu kommen noch 18 Silberbarren und 79 Silbermünzen. Also ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Ich glaube, 5 Goldmünzen kamen, glaube ich, pro Barren raus. Das heißt, das wären dann auch nochmal 20. Also wieder so 94 Goldbarren. 94 Goldmünzen. Das ist ganz ordentlich. Ja, ich werde auf jeden Fall noch das ein oder andere Ei davon kaufen. Werde zu Hause auch nochmal eine Kieselnase. Wisst ihr was, das zeige ich euch nochmal. Ich düse nochmal nach Hause, das ist ja Gott sei Dank nicht ganz so weit. Weil im Komposthaufen müsste ja jetzt noch eine Kieselnase drin sein. Da werde ich dann vorsorglich noch den... Kristalle aus dem Futtertrog rausnehmen, damit nicht irgendwie doch eine normale Steinnase daraus wird. Ich meine, oh, falls ihr euch wundert, was gerade passiert ist, die Katze hat sich gerade wieder halb auf meine Tastatur gelegt. Danke, Mosch. Ich weiß auch nicht, was das soll. Sie will, also es ist klar, mir ist logisch, oder... Es ist ja logisch, wenn die Katze das macht, wenn man am PC sitzt, dann ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig, was sie will. Dann will sie Aufmerksamkeit. Ist ja auch kein Ding. Ich streichle dann auch die Katze gerne. Na, also ist ja nicht so, dass die keine Liebe von uns erhält. Aber das Ding ist, die beansprucht diesen Platz tatsächlich auch, wenn ich nicht am Rechner sitze. Dann turnt die auch auf der Tastatur rum. Gestern oder vorgestern war es, da hat sie sogar nicht nur auf der Tastatur rumgeturnt. Nein, sie hat die Tastatur tatsächlich vom Tisch runtergeworfen, damit sie genügend Platz vor meinem Bildschirm hat. Ich war den ganzen Tag nicht, also bis auf abends, war ich den ganzen Tag nicht in der Nähe von meinem Computer. Nicht einmal. Das heißt doch, ich glaube, zwischenzeitlich war ich einmal ganz kurz, weil ich die Folge Grounded fertig gemacht habe. Aber das war dann auch wieder nicht mehr zu gebrauchen, weil die Katze sich auf die Tastatur gelegt hat und sie runtergeschmissen hat und deswegen halt das Verarbeiten des Videos nicht mehr geklappt hat. Auch wenn ich das Programm minimiere. Stört die nicht. Die
Also die hat das schon Funktion aktiviert, von denen wusste ich gar nicht, dass es die gibt. So ungefähr. Voll bescheuert. Naja, sie ist halt ein kleines Chaoskätzchen. Ja, Musch. Ja, brave Musch. Ist aber eine ganz liebe Katze. Sie ist so plüschig. So eine plüschige Katze. So süß. Ich meine, ihr seht sie ja immer zu jedem Beginn des Videos. Sie ist schon sehr süß. Ja, jetzt erledigen wir hier nochmal die Muschis. Entschuldigung, Katze. Nehmen nochmal ein bisschen Katzenfell mit. Normales Fell brauchen wir nämlich einfach, um... weil sonst können wir ja irgendwann kein verstecktes Leder mehr machen, wenn wir kein normales Leder haben. Und verstecktes Leder brauchen wir nun mal, um unsere Sachen zu reparieren. So, die Goldmünzen, die ich jetzt habe, die packe ich erstmal noch nicht in den Mahlstein. Weil ich möchte ja mir noch ein paar Kieselnasel, also ein paar Eierchen kaufen. So, dann rennen wir einmal schnell nach Hause. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Mathilde, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Mathilde, lauf. Lauf, lauf. Mann, ich glaube, das ist sogar eine richtig lange Folge gewesen und ich habe ganz schön viel am Stück gelabert. Es ist irgendwie leichter, wenn Heinrich dabei ist, so viel zu labern. Weil da kann man sich schon unterhalten. So. Oh, schöner Gründrachenschädel. So, gucken wir mal kurz in den Komposthaufen. Ob wir denn schon eine Kieselnase haben? Jawollo, wir haben... Oh. Scheiße. Das... Kacke. Das sind 20 Goldmünzen, glaube ich. Oder sogar mehr, die jetzt weg sind. Ah, verratet das mal nicht, Heinrich. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Kacke. Scheiße. Das ist echt blöd. So, erstmal stelle ich den Leto hier wieder ab. Also ich packe jetzt erstmal keine Kieselnase in den Komposthaufen. Aber ich zeige euch hier einen Feuerscheinkessel. Jetzt sind dann mal Lädt. Lad, lad, lad. Schattengewürzter Goldstaub. Hurra! Hurra! Ja. Okay, gut. Ja, das soll es dann jetzt auch erstmal gewesen sein. Das heißt, wir werden... Das war jetzt echt nicht lange. Also man muss da, glaube ich, echt diese Steinnasen nochmal gut im Auge behalten. Also die Kieselnasen, nicht, dass die einem da verrecken. Das ist jetzt echt... Das ärgert mich richtig dolle, dass die da gestorben sind. Oh, seht euch das an, das Gold rattert hier. Ratter, ratter, ratter. Oh, geil. Das ist doch schön. Ach... Kari-Stahl müssten wir auch nochmal besorgen. Sternmetall. Oh, wir müssen so viel besorgen. Oh, hier sind noch mehr Silberbarren. Guckst du. Na gut. Okay, ihr Lieben. Bis dahin. Ich hoffe, euch hat diese kleine Single-Folge gefallen. Ihr hattet euren Spaß. Nächstes Mal sind Heinrich und ich wieder zusammen dabei und ich hoffe, wir werden nächstes Mal auch ein bisschen penibler darauf achten, dass wir auch wirklich beide auf Aufnahme drücken. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und ja, liken, kommentieren. Ich weiß, ich habe definitiv die eine oder andere Truhe übersehen, das ist mir klar.
aber trotzdem sehr gute Ausbeute. Wird man auf jeden Fall ab und zu machen, ja. Ich mach mal so. Oh. Muss ja niemand sehen. Gucken wir hier nochmal die schöne Goldnase. Goldnäschen, hallo, Goldnäschen. Ja, ich hoffe, der eine zahme Steinnase. Ja. Info. Aha. Bla bla bla. Gut, ja. Also ich hoffe einfach mal, dass der dann ordentlich Kacke produziert. Wenn ihr seht, oh nee, der braucht aber das und das Futter und ich da was Falsches reingepackt habe, sagt bitte Bescheid. Ich pack ihm auch vorsichtshalber mal Stein rein. Oh, muss ich da vielleicht Goldmünzen reinpacken? Hat der vielleicht Goldmünzen? Weil da stand jetzt produziert. Pack da mal 10 Goldmünzen rein. Ah, es wäre dämlich, wenn ich dem Goldmünzen füttere, damit er Goldmünzen kackt. Egal. Wir werden ja sehen, was bei rumkommt beim nächsten Mal. Also bis dahin, liken, kommentieren, abonnieren, etc. Bis zum nächsten Mal. Das war eure Mathilde mit der kleinen Minusch vor der Tastatur. Bis dahin, macht's gut. Ciao.